Seid ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von ARK. Heute wieder mit dabei der Mario. Und Tammy, Mensch. Ja, genau, und, Tammy. Und Seppel. Richtig. Wir haben uns nämlich jetzt schon mal so ein bisschen, naja, Grundausstattung an kleinen Dinos, Tieren, was auch immer, gesammelt. Und Tammy ist tatsächlich der erste Dilo, den wir gefangen haben. Ja, da haben wir dann noch überhaupt den Eintrag für bekommen. Also ich sehr nicht. Sehr cool. Ja, du standst nicht dabei. War leider zu weit weg. Ja, war etwas spannend, denn wir hatten gerade gar nicht so viel Fleisch dabei, aber es hat ja trotzdem geklappt. Und heute steht tatsächlich an, wir wollen uns einen Triceratops fangen. Richtig, wir wollen ja mal mit anderen Viechern anfangen. Genau, also wir hatten ja noch nie einen Triceratops, weil wir dann halt zu dem Zeitpunkt irgendwie uns noch nicht getraut haben, an die Viecher ranzugehen. Und wir haben schon einer spät, eigentlich war erst der ursprüngliche Plan, wir holen uns so eine Carbonemis, so eine Schildkröte, aber da gibt's den Sattel erst ab Level 25, das ist noch ganz schön lange hin. Deswegen fangen wir erstmal mit einem Triceratops an, denn wir brauchen irgendwas, was uns hier auch mal beschützt. Der kleine Dillo wird's wohl nicht machen. Wahrscheinlich nicht. Und der Triceratops-Sattel ab Level 20 oder was das war? Genau. Und wir hatten auch schon noch weit weg, aber. Und wir hatten auch schon entdeckt, der ist jetzt nicht so hoch vom Level, aber gerade für den Anfang ist es, glaube ich, gar nicht so verkehrt. Es geht dann schnell zu 10, der kann ja ohnehin dann noch ein paar Level machen und ich muss nur erstmal finden. Das ist Problem an der ganzen Sache. Der hat auch so ein schönes blaues Schild gehabt, so ein Hornschild. Am Kopf. So, dann komme ich auch gleich mal vorbei. Wir werden das Ganze nämlich mit der Steinschleuder machen. Der sieht wunderschön aus. Oh, ich hoffe, ich finde dich überhaupt. Ja, ich komme dann zum Strand. Okay. Dann warte ich hier auf dich und hoffe einfach auf ein paar Major Berries. Oh. Ja, der hängt sogar fest. Das ist natürlich ungünstig, dass er hier gerade festhängt. Ich hätte nämlich gerne, dass er vorne am Strand umfällt. Ja, dann musst du. Ja, das klappt so nicht. Soll ich vorbeikommen? Ja, und vielleicht mal versuchen, den Baum wegzuhauen, ohne den Triceratops. Ja, aber die Kampfmusik ist aus. Ich versuch das mal, warte mal. Ah, den haust du. Na, jetzt ist er frei, alles klar. Okay, dann ab zum Strand. Ja, ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass es den... er kommt angerannt. Dass ihn sonderlich juckt, wenn er so einen Stein an den Kopf kriegt. Ja, aber was anderes haben wir nicht eben. Wir können es mit der Keule probieren. Ja, versuch's mal. Also so schnell wie der ist. Wo bist du denn? Ja, ich bin am Strand. Ah, ich sehe euch. Ich komm schon. Wo ist denn ich sehe euch? Na, hier. Links vom Triceratops. So, ich hau mal auf. Du sollst mal einen Steinschleuder schießen. Ich denke, ich soll mal mit der Keule raufhauen. Nein, sollst du nicht. Das ist doch gerade aber nicht nein. Mann, das war ein Scherz. Oh, deine Scherze. Die solltest du aber anders formulieren. Ja, schieß doch mal. Wie willst du denn da herkommen? Boah, ich treffe schon mal gar nicht. Ja, das dachte ich mir schon. Warum ist denn der so schnell? Och, jetzt habe ich ihn getroffen. Da war Blut. So, idealerweise nicht treffen lassen, wenn Tammy gerade in der Nähe steht. Dann ich fürchte, er wird dann sich gütlich tun. Nein, drüber. Aua. Ich muss hier weg. Der tut schon weh. Ja, ich habe ihn zumindest getroffen, aber es macht nicht viel. Der ist aber schnell. Der ist richtig schnell. Oh ja, bitte bleib am Stein hängen, nur kurz. Ich muss einfach ein bisschen Ausdauer regenerieren. Oh Gott. Aua. Also ich treffe ihn ja irgendwie, aber das macht nicht so viel aus, glaube ich. Ich brauche unbedingt mehr Movement Speed. Oh nee, ich habe ganz schlimme Befürchtungen. Ja, dann komm mal. Immer schön um große Steine rumrennen, glaube ich. Ja. Ich frage mich, warum ich so langsam bin. Bist du überladen? Nein. Also beziehungsweise hast du viel Gewicht bei dir? Nicht so viel. Oh Gott, er folgt mir. Also eigentlich geht's. Er kommt, glaube ich, wieder zu dir. Oh nee, oh Gott, meine Steinschleuder ist kaputt. Jetzt ist er weg. Nee. Nein, er ist noch da. Warum ist die Musik weg? Oh, hätte ich dich fast getroffen. Sag mir mal bitte Bescheid, wenn du ihn wieder hast, weil ich muss meine Steine... Oh mein Gott. Mir fehlt Halt. Okay. Bin gleich wieder da. Viel Spaß. Ja, Anni ist wieder heute sehr schnell unterwegs. Und wieder der falsche Schrank. Oh mein Gott, ich häng am Stein. Ihr habt schon idealerweise ein bisschen Runspeed geskillt. Sonst wäre ich hier, glaube ich, schon dreimal gestorben. So. Komm her, du Trike. Ja, schade, dass man nicht sehen kann, wie es dem jetzt so geht.
Ich habe ihn getroffen. Ja. Ja, herrlich. Sehr schön. Wunderbar. So, dann können wir kurz den Narcotics holen, beziehungsweise ich packe erstmal die Mesho Berries rein. Ja, pack die Mesho Berries rein. Da schon mal anfängt zu fressen. Zu fressen natürlich. Also heute ist wieder so ein Tag der Wortfindungsstörung. Ja. Ich glaube, ich habe gerade eine Beere gegessen. Narco-Beere. Sehr schön. Also ich habe auch nochmal 6 Narco-Berries jetzt hier. Ja Mensch, also so ein, der ist ja echt schon ganz schön schnell gewesen. Überraschend eigentlich. So, ich glaube, wir brauchen nicht so viele von den Narcotics. Also wir werden auf jeden Fall demnächst mal welche herstellen. Das ist halt wirklich gut, wenn man ein bisschen auf Vorrat baut, weil das Zeug vergammelt halt nicht. Nicht so wie die Narco-Berries, wenn man halt gerade mal wirklich schnell was braucht. Ja, und das lässt sich ja auch schnell erledigen. Also Gammelfleisch hat man ja super schnell. Oha, der braucht aber, ich pack mal ein paar Ersatzbeeren rein. Ja. Oh ja, der ist sehr schnell. Oh ja, das dauert wirklich eine Weile. Ja. Und ich muss auch erstmal Beeren essen. Denn mein Magen knurrt. Ist doch Fleisch. Könnte ich machen. Ja, also wie gesagt, das ist am Anfang natürlich ein bisschen schwieriger, an so ein Zeug ranzukommen. Man muss sich quasi vom Mund absparen, weil man muss halt wirklich Ewigkeiten Narco-Berries farmen und Gammelfleisch und keine Ahnung. Gerade am Anfang, ja, schon eine Herkulesaufgabe, aber es lohnt sich auf jeden Fall. Ja, und von nichts kommt ja auch nichts. Und der Vorteil ist, man bekommt auch sehr viel XP, wenn man Narcotics herstellt. Also irgendwie, je nach, hängt natürlich von der Server-Einstellung ab, aber es ist trotzdem vergleichsweise viel vom Crafting her, was man da bekommt. Deswegen werde ich das auch regelmäßig machen. Mario levelt mir ja immer davon. Ja, was sich auf jeden Fall lohnt, direkt von Anfang an halt irgendwie Blumenbeete zu bauen und Narco-Berries anzupflanzen. Man bekommt da, und Krankenwagen bekommt man auch zu hören, man bekommt da ja so 300 Stück raus, wenn das Beet einmal vollgewachsen ist. Ich glaube, das sollte man auch demnächst mal tun. Ja, habe ich vorhin auch schon den Gedanken dran gehabt. Ich guck mal kurz, wie viele Punkte ich dafür brauche. Vielleicht kann ich das schon mit dem nächsten Level abmachen. Dann würde ich nämlich ein Narco-Berry-Beet machen. Dadurch, dass wir jetzt Seppel haben, haben wir auch regelmäßig Kacke. Ja, und wir haben ja, Tammy haben wir auch noch, ansonsten haben wir da selber Kacke. Ja, und das, genau, das ist halt auch die Small, Variante. Geschichte, genau. Ja, wir werden auf jeden Fall, also das, ich weiß nicht, ob das in der letzten Episode so rübergekommen ist, so genau. Wir werden auf jeden Fall noch weiter Richtung Wasserfall ziehen, bauen, was auch immer. Also das wird jetzt nicht unsere finale Basis sein, das ist jetzt erstmal nur so ein Außenposten nochmal. Weil, wie gesagt, beim letzten Mal war das halt so ein bisschen kritisch da vorne, mit den ganzen Raptoren und T-Rex und keine Ahnung. Also wir werden auf jeden Fall noch weiter Richtung Wasserfall uns bewegen und da vorne dann halt wirklich unsere Basis aufbauen, aber wir müssen halt erstmal grundlegend eine Schutzgegend hier bauen. Ja, wir müssen erstmal ein bisschen leveln, unsere Ausrüstung zusammenstellen, ansonsten haben wir ja keine Chance. Ja. Ich meine, so ein T-Rex ist ohnehin schon nicht so einfach, aber gerade so die einfachen Raptoren, die sollten wir auch hinkriegen. Gerade später dann auch, wenn wir dann langsam in Richtung Steinwände, Steinhaus und sowas bauen können. Das sind jetzt nur die Anfänge, wie gesagt, so ganzen Fenster und Türen und all sowas, die verstärkten Türen, das haben wir ja alles noch nicht. Das ist halt wirklich vom Level her auch höher. Ich glaube, Level 20 und 25 brauchen wir dafür. Also schon, ja. Dauert ein bisschen. Dauert eine Ecke, genau. Aber das ist ja das Ziel des Spiels. Wir wollen ja nicht sofort irgendwie fertig werden. Ich habe auch schon ein Beet gebaut. Oh, sehr schön. Ich konnte jetzt nur das kleine bauen, reicht aber für den Anfang aus. Ist doch völlig in Ordnung. Das Problem ist, wir brauchen halt Dünger dafür. Ja, richtig. Den Kompostierkasten, den kann ich natürlich noch nicht bauen. Ja, den könnte ich theoretisch lernen. Ich habe die Punkte dafür. Wo hast du das Beet gebaut? Hinterm Haus. Ja, sehr schön. Dann müsste ja auch direkt Wasser sein. Oh, ich habe gerade gekackt. Ja, die beiden haben halt gerade wieder so diese Kacke zu liegen. Deswegen habe ich auch an den Kompostierkasten. Dann nimm die doch schon mal mit, die Kacke, die da rumliegt. Und ich habe hier auch rumgekackt hier. Ja, nimm mit. Pack ein, ist warm in der Tasche. Lecker. Verdammt, Tammys Kacke ist schon weg. Oder hast du die gesammelt? Nee, ich habe nur meine eingesammelt. So. Gut. Was wollte ich? Ich wollte eigentlich mal gucken. Ja, und so ein Triceratops ist am Anfang gerade auch gar nicht so verkehrt. Ich meine, gerade wenn man ihn reiten kann. Der hat jetzt zwar nur Level 8 aktuell, kriegt auch nur 3 Level dazu, wenn das alles gut geht. Aber wie gesagt, man bekommt ja ohnehin für die Dinos nochmal irgendwie so um die 40 Level dazu oder sogar noch mehr. Das wurde jetzt angehoben, so dass man auf jeden Fall nochmal dann nur Level 50, Level 60 Triceratops haben. Das ist schon nicht so verkehrt. Dauert zwar eine Ecke, aber der ist, glaube ich, von Anfang gar nicht so falsch. Ich wollte mal eben sagen, dass man auch Kacke einfach in die Blumen packen kann. Das habe ich nicht gewusst. Warum hast du mir das nicht gesagt?
Dann brauche ich mir noch gar keinen Stress machen mit irgendwelchen Kompostierkästen. Ja, aber das ist nicht annähernd so effektiv. Das macht aber nichts, weil ich kann das momentan nicht bauen. Ja, aber ich kann es auch bauen. Aber so ein kleiner Kackhaufen, der bringt ja nur 3500. Wenn du überlegst, dass so ein Düngerdings hier 65.000 bringt. Ja, und ich muss sagen, das Wasser reicht hier nicht aus. Das Ding steht nicht unter Wasser. Es steht not irrigated. 0 von 200. Ist ja schlecht. Da müssen wir auch noch tatsächlich Dings... Eine Wasserleitung. Oder ich baue mal kurz noch ein zweites Beet. Ist ja nicht so teuer. Ja, und die Größe des Beetes entscheidet tatsächlich darüber, was man da reinschmeißen kann an Kacke. Ja, also in die kleinen Beete passt jetzt zum Beispiel nicht so ein Pronto-Kackerofen. Dann ist das ganze Beet bedeckt. Das läuft über. Ja, wahrscheinlich. So, ich habe jetzt noch ein paar Mädchen-Videos gefunden. Das ist sehr schön, allerdings mit Narco-Berries sieht es nicht schlecht aus, aber eben, wie gesagt, mit den Narcotics. Genau. Und ihr seht schon, es wird auch langsam dunkel. Wir haben es jetzt hier gerade aktuell 14 Grad um 9:30 Uhr abends. Und dann müssen wir auf alle Fälle mal zusehen, dass wir demnächst mal ein Dach auf unsere Hütte bauen, weil da haben wir auch noch keins drauf. Ja, und dann bleibt das da auch so kalt. Also die ganze Zeit hier am Lagerfeuer hängen ist ja jetzt auch nicht so geil. Ja, ist auf alle Fälle ein Vorteil, wenn wir wirklich ein Dach drauf bauen, dann ist es nicht ganz so kalt in der Hütte. Ja. Aber das Problem ist, dafür brauchen wir noch Holz. Holz sammeln ist ja nicht das Problem, aber das Problem ist eher, dass ich das schmale Blumenbeete nicht im Wasser bauen kann. Ja. Dann brauchen wir tatsächlich eine Wasserleitung. Das reicht wahrscheinlich nicht aus. Ja, oder wir warten einfach drauf, bis es regnet. Ist ja auch nicht das Problem. Ja. Dann stelle ich das nächste Beet, also ich würde jetzt wirklich zwei bauen. Ja. Dann, ja. Also wir müssen ohnehin zusehen, dass wir jetzt halt erstmal den Triceratops uns fangen, ja, weil das ist halt wirklich noch ein bisschen hin. Und ich würde sagen, kannst du auch gleich demnächst mal mit hier Beeren sammeln. Ich muss mich ums Holz kümmern und ums Dach. Ja, ich sammle sofort. Ich will nur das zweite Narcoberry-Dings da reinwerfen. Nicht, dass wir hier erfrieren. Um Gottes Willen. Hilfe! Niemals. Es wird gleich schattig, kann ich schon mal sagen. Ich sehe das schon. Oh nein, ich habe mich eingesperrt. Ich hoffe, es regnet hier gleich. Es ärgert mich jetzt aber so ein bisschen, dass das mit dem Wasser hier nicht funktioniert. Naja, wird schon irgendwie hinhauen. Wenn es regnet, dann hält es ja eine Weile. Ich meine, wir können auch dann irgendwann demnächst mal die Dinger lernen. Ja, klar. So, ich bin am Start. Dem Trike geht's gut. Ja, der Nachteil ist wirklich hier in der Gegend. Also ich meine, ohnehin die ganzen gefährlichen Dinos, die hier rumspringen, die sind ein Nachteil, logischerweise. Die klimatischen Bedingungen sind nachteilig und was hier auch noch ganz besonders nachteilig ist, hier gibt's halt keine von diesen weißen und grünen Dings hier Hilfspaketen, die vom Himmel fallen. Hier gibt's maximal blau, also das niedrigste, und da brauchen wir ja schon Level 25 für. Das heißt, die ganzen Grundzutaten, alles was man da drin findet, die ganzen Cooking Pots und Mörser und Stößel und so ein Kram, alles was man kostenlos bekommt aus den grünen Dingern, finden die halt nicht. Haben wir uns ja wirklich eine tolle Gegend ausgesucht hier. Herausforderung muss sein. Ja, das stimmt. Man kann halt nicht alles haben. Ja. Also wie gesagt, das ist schon sehr anspruchsvoll, allein schon auch durch die Tatsache bedingt, dass wir hier in der Gegend natürlich auch die Fellkleidung tragen müssen. Und die ist ja auch selber schon sehr, sehr schwer. Also 50 Kilo oder was sie wiegt insgesamt, da ist ja so eine Stahlrüstung oder was es ist, diese Fleck Armor. Die hat ja selber nur pro Teil 0,5 Kilo gewogen. Ja, das heißt also, wir müssen so ein bisschen was an unserer Tragekapazität machen, damit wir überhaupt vorankommen. Ja, also es wird auf alle Fälle anspruchsvoll. Wird sehr anspruchsvoll, in der Gegend hier zu bauen, aber ich finde das auch gar nicht so schlecht. Ich finde das echt gut. Ich meine, die ganzen einfachen Sachen kennen wir ja nicht schon, ne? Jetzt darfst dann mal ist der Normal Mode. Nee, der Hard Mode. Das ist noch kein Hard Mode hier. Hard Mode wäre sofort in der Wintergegend gespawnt und nicht gestorben. Ja, das ist unrealistisch, weil es nämlich nicht funktioniert. Hm. Weißt du Bescheid. So, ja, es wird auf alle Fälle schon dunkel. Aber es ist noch nicht so kalt hier, muss ich sagen. Zur Not haben wir die Fackel. 13 Grad. Geht eigentlich noch. Aber Narcoberries sind Mangelware hier, genauso wie die Majorberries. Ja, Narcoberries sind aber genug da. Also immer wenn man so 4 Stück findet oder sowas, dann reicht das wieder, um das auszugleichen, was er verloren hat. Ja. In der Zwischenzeit. Ja, Fiber, tonnenweise Fiber. Ja, das können wir auch gebrauchen. Also wir brauchen ja wirklich auch noch wirklich Holz und Fiber und Thatch und sowas. Aber das Thatch brauchen wir ja noch eine ganze Menge, wenn wir dann einen Kompostierer bauen. Da brauchen wir jedes Mal 50 Stück hier, um das zu verwursten. Ja.
Die Wurst zu verwursten, sozusagen. Die Wurst zu verwursten. So. Warum kann ich ja nicht sammeln? Was ist hier los? Ich weiß nicht. Es ist zu kalt. Ich kann auch nicht. Doch, doch, jetzt geht's wieder. Ich glaube, ich stand einfach nur falsch. Man sieht das ja mal am rechten Bildschirmrand. Da ist ja immer so eine Hand zu sehen oder halt eine Spitzhacke oder sowas, wenn man es abbauen kann. Aber das war hier irgendwie gerade, weiß ich nicht. Glaube ich gerade kurz nicht da. Ja, manches ist halt auch so ein bisschen eingebaut. Ja, gerade wenn es so nah am Stein oder so steht, dann ist es immer so ungünstig. Und nicht so weit in die Richtung hier vorne, da ist nämlich der Raptor irgendwo. Ich habe schon drauf gewartet, dass du mich wieder zurück. Ja, ja, ich muss dir das ja sagen, du vergisst es ja. Ich weiß das. Ich habe das wirklich gewusst. Ja, warum gehst du? Deswegen habe ich drauf gewartet, na, ein bisschen Mut. Mut, ja, dann kommt der Raptor hierher und frisst unseren Trike. Du kennst die Geschichte mit dem Trike noch, ne? Ja. Den ersten, den wir fangen wollten. Der wurde auch gefressen. Da war Bertha ganz hungrig. Ja, aber wir haben Bertha dabei. Das könnten wir ja genauso machen, wenn jetzt jemand vorbeikommt, dann tamen wir uns einfach Ja, da hatten wir aber schon Narkosepfeiler. Das war der Unterschied. Und hier haben wir nur eine Steinschleuder. Ich meine, wir können auch den T-Rex da vorne mit der Steinschleuder. Man kann ja mal probieren, ob das klappt. Und es wird jetzt langsam frisch. Wir brauchen ein Dach. Ja. Kümmerst du dich hier ums Tier? Ja, ich kümmere mich ums Tier. Ich muss. Du dich ums Dach. Gucken, dass wir ein Dach aufs Haus kriegen. Und ich schmeiß meine Fackel an. Dann ist mir nicht kalt. Na, werde ich auch mal machen, dass ihr ein bisschen heller wird, dass ihr was seht. Ne? Haben wir ja schon. So, ich glaube, wir haben auf alle Fälle nicht mal andersweise genug von dem Zeug. Ich habe auch noch was in der Tasche. Nicht viel, aber vielleicht hilft dir das. Oh, ganze zwei, was fehlt denn da noch? Das hätte schon mal gar keins. Oh Mann. Ich habe welches. 17 Stück. Ja, das wird nicht reichen. Ja, aber überhaupt erstmal, ich schmeiß dir die mal. Ja, ins Haus irgendwo. Oder ja, vors Haus. War schon. Vors Haus ist ganz gut. Na gut. So, Dach. Es ist natürlich auch noch die Holzvariante, geht nicht anders. Wie gesagt, die ganzen wichtigen Baustoffe findet man ja erst später. Oder die Rezepte vielmehr. So, was brauche ich denn eigentlich hier für ein Dingens? Ah, 15, das reicht wieder nur für eine Platte. Also das ist hier nicht effektiv. Was fehlt dir noch? Alles. Holz und Thatch. So, Anni springt hier rum mit der Fackel, dann will ich dann daneben mal ein bisschen an den Bäumen rumkloppen. Dann seht ihr noch neben mir was. Drückt ihr auch gleich noch ein bisschen Wood in die Hand? Ja, 15 Sets brauchen wir für Dingens, hier für eine Platte. Ja. Das heißt, wir brauchen noch 60. Boah. Ja, es geht aber verhältnismäßig schnell. Dann habt ihr jetzt schon über 20 gesammelt. Fast 30. Ja. Hey, Narcoberries. Narkotics kannst du ja auch reinwerfen. Ja, zur Not, aber es ist ja auch noch nicht so dringend. Der ist ja noch betäubt. Und ich habe auch schon wieder Narkoberries gefunden. Ich schmeiß dir jetzt mal hier Wood hin. Ist gar nicht so viel, 9 Stück. Nimm aber immerhin. Ja. Haben oder nicht haben. Narkoberry-mäßig. Leute, ich sag euch, das ist eine Vorbereitung hier mit uns. Aber das war halt eine spontane Entscheidung. Ja, am Anfang ist vieles noch spontan. Da muss man einfach mal schauen, was sich anbietet. Ja, wenn man halt einfach noch nicht auf Vorrat bauen kann, sammeln kann, was auch immer, dann geht's halt immer nicht anders. Ich meine, wir haben jetzt hier schon den Dodo genommen, um hier ein bisschen Fleisch und Beeren zu konservieren. Das dauert ja auch mal ein bisschen, bis das Zeug noch vergammelt hier in dem Dodo. Aber das ist natürlich dann auch nicht so die Dauerlösung. Einen Kühlschrank gibt's ja, glaube ich, ab Level... Also, eine Räucherkammer gibt's ja ab Level 20. Ja, wäre ja ein Anfang. Von daher... Wenn wir dann in Level 20 auch den Trike-Sattel haben, haben wir ja Ziele. Ja, auf jeden Fall. Das ist, dem ist auch der Plan. Fehlt jetzt ja mal Wood. Ich wusste es. Na ja, gut, dann brauche ich 60 Wood für so einen. Ja, nimm den Flint mit, damit du zur Not deine Axt reparieren kannst. Ja. Ja, ja. Das ist hier schon. Aufregend. Aber man glaubt es kaum. Die Folge ist schon wieder um. Ehrlich? Ja. Dann haben wir aber auf jeden Fall in der nächsten Folge unseren Trike, das können wir schon garantieren. Und wenn wir bis dahin nicht erfroren sind, haben wir auch ein Dach über dem Kopf. Das klingt gut. Okay, ihr Lieben, dann bedanken wir uns recht herzlich fürs Zuschauen. Genau. Wir hoffen, euch hat's gefallen. Also mir persönlich hat's sehr gut gefallen. Mir auch, mir ist nur kalt. Ja, also wie gesagt, ihr könnt uns auch gerne Namensvorschläge für den Triceratops in die Kommentare schreiben. Richtig. Was ist denn das eigentlich? Männchen oder Weibchen? Das sage ich sofort. Das ist ein Männchen.
Ein Männchen. Also wir brauchen einen Jungnamen für den Triceratops. Schreibt uns einfach in die Kommentare, wenn ihr irgendwelche Vorschläge habt diesbezüglich. Und den, der uns am besten gefällt, werden wir dann nehmen. Richtig. Genau. Und ja, das soll es gewesen sein für die Folge. Und morgen 15 Uhr geht's hier weiter mit Zos Gaming und Ark, dem ganzen Let's Fail sozusagen. Und mit unserem kleinen Tierchen. Ja, und dann halt mit Tierchen immer rein. Genau. Gut, das soll es gewesen sein. Ja, schönen Tag noch. Ciao. Bis dann. Tschüss.